Der Nasparo-Turm von Tigiano stammt aus dem 16. Jahrhundert. Er ist oben auf einen Felssporn 130 Meter über der Wasseroberfläche gestellt. Er beherrscht die künstliche Landschaft von Tigiano. Die militärische Einrichtung entspricht der von den Küstentürmen der Provinz von Terra d'Otranto. Der Turm wurde im Jahr 1565 auf Befehl vom Herzog d'Alcala, Vizekönig des Königreichs Neapel, gebaut. Früher war er mit dem auf der Küste von Marina Serra von Tricase liegenden Palane-Turm und mit dem in der Gemeinde von Corsano liegenden großen Turm Specchia verbunden. Auf einigen Karten der Provinz von Terra d'Otranto wird das Gebäude Torre di Valiano genannt. Ihr Name stammt aus dem alten homonymen Casale, typisch salentinische Siedlung von bäuerlichen Häusern, das in der Nähe von Tigiano entstand. Wenn man den langen Pfad unten am Turm durchquert, kann man von dem Nasparo-Turm das Meer erreichen und das zauberhafte Panorama genießen. Von hier verzieht sich der Horizont in der Stärke eines zauberhaften Azurblaues, das von den Farben des Mittelmeers verziert ist. Die Hänge der salentinischen Anhöhen scheinen, als ob sie das Wasser streicheln wollen. Sie wirken sich aufs Meer mit Schatten und Klüfte aus. Auf dem Weg zum Meer bewundert man zahlreichen Olivenbäume, alte Trockenmauerwerke auf den typischen Rote Erde Länder gebaut. Das Lüftchen aus dem Osten versetzt die scharfen Düfte der Pflanzen, die hier auf den Küsten von Tigiano Wuchern ziehen. Wenn die Sonne untergeht, bekommt die Küste wunderschöne Farben und Schatten. Man kann so die Sehenswürdigkeiten von Tigiano genießen, wo die unbefleckten Landschaften sich mit den Traditionen der Stadt mischen.